Hallo, hier ist euer BGS Michi. Heute präsentiere ich euch verschiedene Schleifmöglichkeiten für Felgenaufnahmen. So, jetzt sind wir hier an der Radnabe. Wie ihr sehen könnt, ordentlich verrostet das Ganze und ihr kennt das. Normal macht man es immer mit der Drahtbürste. Jetzt zeige ich euch mal den Radnabenschleifer im Einsatz, wie der funktioniert. Dann schließen wir einfach mal die Druckluft an, sind einsatzbereit, setzen ihn auf, noch nicht mit viel Druck, starten. So, ich denke, das Resultat kann sich sehen lassen. Wirklich super gereinigt, auch da, wo die Felge gleich aufsitzt. Und das ist genau der Punkt, das Gegenstück, also was in der Felge, das Felgenloch, werde ich jetzt auch noch reinigen und das zeige ich euch jetzt. Hier haben wir jetzt die Felgeninnenseite, wie ihr sehen könnt, ordentlich verrostet und verdreckt. Und wie einfach die zu reinigen ist mit dem Nabenlochreiniger, zeige ich euch jetzt. Jetzt für euch noch ein paar Infos zu dem Nabenlochreiniger für Felgen, den wir gerade im Einsatz gesehen haben. Dieser besteht aus einer Nylonfaser. Die Nylonfaser selber hat in der Mitte eine Diamantschleifkörnung, eine ganz feine Sache. Der Aufsatz zum Reinigen der Radnabe, der ist auch ganz einfach zu wechseln. Ihr seht, durch den Klettverschluss einfach zu lösen und zu montieren. Schon kann es losgehen. Für mich super im Einsatz. Bleibt dran, euer BGS Michi.